mein Name ist Emma, ich bin 18 Jahre alt und bin seit 3 Jahren Mitglied des Bautropper Jugendparlaments. Willst du was in unserer Stadt bewirken? Dann werde neues Mitglied und bewerbe dich unter www.jugendparlament-bottrop.de. Hi, ich bin Anida, 17 Jahre alt und bin im Jugendparlament Bottrop, weil ich mich für die Jugendliche im Bottrop einsetzen möchte. Hallo, ich bin Maya. Ich bin 16 und bin Mitglied im Bottroper Jugendparlament. Ich bin im Jugendparlament, weil ich etwas in unserer Stadt bewirken möchte. Hi, ich bin John, ich bin 20 und Sprecher des Jugendparlaments hier in Bottrop. Ich bin im Jugendparlament der Stadt Bottrop, weil ich als junger Mensch, als Changemaker Teil der Veränderung sein möchte. Hallo, ich bin Franzi, 22 Jahre alt und Mitglied im Jugendparlament, weil es mir wichtig ist, dass die Stimme von Bottroper Jugendlichen gehört und ernst genommen wird. Hi, ich bin Hunter, 18 Jahre alt und ich bin im Jugendparlament, weil ich Bock habe, was zu verändern. Hey, ich bin Hanna, 17 Jahre alt und ich bin im Jugendparlament Bottrop, weil ich etwas verändern möchte. Hi, ich bin Max, 20 Jahre alt, Sprecher des Jugendparlaments und ich bin im Jugendparlament, weil die Meinung der Jugendlichen wichtig ist. Wir im Jugendparlament beschäftigen uns mit folgenden Themen: Umwelt, Freizeit, Schule und Verkehr. Wir haben als Bottroper Jugendparlament vieles ins Leben rufen können. Wir haben es geschafft, Mitglieder in den verschiedenen Ausschüssen zu entsenden. Wir sind unter anderem im Jugendhilfeausschuss, im Schulausschuss und im Bau- und Verkehrsausschuss vertreten. Dort haben wir Rede- und Antragsrecht. Wir haben ein Umweltforum organisiert, Bäume gepflanzt und Stromkästen designt. Außerdem haben wir viele verschiedene Seminare belegt und sind außerdem Teil der Jury des Filmfestivals Bosnien-Herzegowina Looks Around. Des Weiteren haben wir 2 Spendenaktionen ins Leben gerufen. Einmal eine Blutspendeaktion in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz und eine Spendenaktion für die Kriegsopfer der Ukraine. Außerdem haben wir U18-Wahlen in Verbindung mit dem BDKJ organisiert und durchgeführt. Und wir haben eine Klasse der Berufsschule in Bottrop finanziell bei der Herausgabe eines Buches unterstützt und Diskussionen mit unseren örtlichen Landtagsabgeordneten durchgeführt. Wenn du auch Bock hast, solche Aktionen durchzuführen und mehr zu tun, dann werde jetzt Mitglied im Jugendparlament. Bewerbt euch noch bis zum 13.04. um 18 Uhr auf der Seite www.jugendparlament-bottrop.de. Gebt eurer Stimme einen Sinn und unterstützt das neue Jugendparlament der Stadt Bottrop. Wählt vom 1. bis zum 25.05. online euer Bottroper Jugendparlament. Alle wichtigen Informationen zur Wahl bekommt ihr per Post. Kommt ins Jugendparlament! Sei laut, sei frech, sei Jugend!